Na, sollen wir anfangen? Ich fange mal an. Oh, was haben wir denn da? Schokolade? Moment, irgendwas ist hier falsch. Wie soll ich sie denn aufessen? Die ist doch völlig geschmolzen. Ha, ich beneide dich nicht. Moment, ich muss mir was einfallen lassen. Ich brauche einfach etwas Eis und eine Schere. Erstmal was probieren. Voll lecker. Wenn man flüssige Schokolade auf etwas Eis gießt, dann friert sie ein. Und so kann man sogar mit Schokolade malen. Oh, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Probieren wir mal. Einfach lecker. Hey, was sitzt du rum? Du kommst dran. Oh, wow. Ein gefrorener Schokoriegel. Ernsthaft? So eine Menge Eis. So ist besser. Yummy. Sieht einfach gut aus. Oh Mann, ist ja hart wie Stein. Wie soll ich davon was abbeißen? Na komm schon. Ich werde dich noch zerschlagen. Na gut, dann esse ich dich wie ein Eis. Das wird doch eine Ewigkeit dauern. Ha, gut, dass ich geschmolzene Schokolade habe. Das sieht aus wie ein Kätzchen. Voll lecker. Diesmal will ich aber anfangen. Nein, ich will. Na gut. Was? Eine eingefrorene Waffel? Ich mag zwar Waffeln, aber doch keine gefrorenen. Und was hast du? Werden wir gleich sehen. Oh ja, da habe ich Glück gehabt. Eine schmackhafte, leckere, heiße Waffel. Ich will die unbedingt probieren. Ah, das ist ja viel zu heiß. Meine Hand. Hier, nimm meine Waffel. Ah, jetzt geht's mir besser. Mann, wie soll ich denn meine heiße Waffel essen? Ich habe eine Idee. So, ich nehme mir einfach Gabel und Messer. So mache ich mir noch nicht einmal die Hände schmutzig. Einfach lecker. Was machst du denn da? Blöde gefrorene Waffel. Na komm schon. Yeah. Ich habe sie in zwei Stücke geschlagen. Mann, einfach viel zu hart. Dann esse ich eben gar nichts. Okay. Sei nicht traurig, Mia. Sei nicht traurig. Hier, meine Waffel reicht für uns beide. Nimm dir was. Na, wollen wir anfangen? Auf jeden Fall. Oh, heiße Schokolade mit Marshmallows. Ich liebe das. Aber irgendjemand hat die kalte Portion. Ich nehme mir einfach einen Strohhalm. Mann, wieso passt der nicht rein? Ja, das heißt, ich habe die heiße Schokolade bekommen. Das ist nicht fair. Meine Schokolade ist so kalt, dass sie noch nicht einmal rauskommt. Na gut, dann lecke ich eben was ab. Schmeckt auch gut. Wie Eiscreme. Oh, da habe ich Glück gehabt. Was für weiche und süße Marshmallows. Aha, voll heiß. Jetzt hör auf, rumzukichern. Was soll ich denn tun? Ich habe eine Idee. Ich nehme mir einfach diese Handschuhe hier. Super. Oh, das ist einfach großartig. Und du kannst mit deinem Eis weitermachen. Oh. Hey, wieso willst du anfangen? 3, 2, 1, gemeinsam. Nudeln. Ist ja toll. Oh, ist ja klasse. Mann, sind die etwa gefroren? Ich krieg noch nicht einmal meine Stäbchen raus. Och, Menno. Ja, da hast du Pech gehabt. Yeah, jetzt mach ich mich an meinen Snack. Ich bin ein echter Ninja, dann wollen wir mal. Einfach richtig gut. Oh nein, mein Mund brennt. Hilfe, ich kann nichts tun. Ah, ich weiß, wie ich meine Nudeln auftauen kann. Du kannst mir ein bisschen helfen, Mia. Na also, jetzt kann ich mir auch einen Happen nehmen. Oh, jetzt geht's mir besser. Das war einfach viel zu scharf. Danke, dass du mir geholfen hast. Jetzt probiere ich diese Nudeln. Das ist einfach richtig lecker. Ups, tut mir leid. Diese Nudeln sind einfach viel zu würzig. Hey, lass uns erstmal herausfinden, wer anfängt. Ich werde gewinnen. Nein, das werden wir noch sehen. Ha, ich habe gewonnen. Was haben wir denn da? Ist das ein geschmolzener Lutscher? Wie soll ich den denn essen?
Okay. Na gut, ich werde mir was einfallen lassen. Was hast du? Oh, wow. Und ich habe einen ganzen Lollipop. Den probiere ich mal. Oh nein, meine Zunge klebt dran. Ah, das tut weh. Aber dafür ist mir was eingefallen. Moment mal, ich brauche diese Zunge hier. Mia, hilf mir. Der Lutscher ist zu kalt. Ich krieg meine Zunge nicht mehr ab. Oh Mann, halte durch. Ich werde dir helfen. Oh nein. Ah, ich hab's geschafft. Du bist frei. Ah, ich glaube, ich habe dir die Zunge rausgerissen. Was für ein blöder Prank. Na, wie auch immer, jetzt mache ich mich an meine Zunge. Ich habe eine Idee. Ich kann doch einfach aus diesem Lutscher Blasen machen. Oh, voll toll. Das klappt super. Und die schmecken voll lecker. Kann ich auch was haben? Nein. Na, lass mal sehen, wer anfängt. Ha, ich habe gewonnen. Also? Hey, ich habe gesagt, ich habe gewonnen. Was ist denn das? Nuggets, wie lecker. Ich kann es kaum erwarten, sie zu probieren. Die sind voll heiß. Na, also, so ist besser. Voll lecker. Ich liebe es. Na los, Mia, mach dich an deine Nuggets. Oh nein, gefrorene Nuggets. Wie soll ich die denn essen? Oh, ich krieg das Ding noch nicht mal auf. Soll ich dir helfen? Schau, so geht das. Bitte sehr. Ach, danke schön. Wieso hast du das Ding nur aufgemacht? Jetzt muss ich das probieren. Aua! Voll hart. Moment mal, ich kann die doch einfach auftauen. Ha, ich habe einfach ein Haarglätter. Mann, wie lange soll ich noch warten? Ha, was riecht denn da? Meine Nuggets sind fertig. Jetzt kann ich was probieren. Yummy. Oh, richtig lecker. Bin ich nicht ein Genie? Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was uns erwartet. Ich kann anfangen. Und ich habe eine Pizza. Das ist voll unfair. Tut mir leid, aber ich konnte nicht widerstehen. Ich liebe Pizza. Die sieht so lecker aus und riecht so toll. Super. Jetzt bist du dran. Na gut, ich bin mir nicht sicher, ob das lecker sein wird. Meine Pizza ist gefroren. Habe ich mir doch gedacht. Probieren wir mal. Hey, you! Au, meine Zähne. Na, wie soll ich mit der klarkommen? Ich schaffe das einfach nicht. Moment mal, ich habe eine Idee. Ich werde dir ein bisschen helfen. So, und jetzt beiß was ab. Und kauen. Yes, hat funktioniert. Dankeschön. Ups, ich glaube, du hast einen Zahn verloren. Oh nein, mein schöner Zahn. Alles nur wegen dieser Pizza. Hier, komm, du kannst was von meiner Pizza haben. Bitte sehr. Aber sei bitte vorsichtig. Gut, dass ich ein kleines Ei habe. Hey, warum ist das Ei so groß? Was für ein Albtraum! Haha, es scheint, dass Vita wirklich Pech hat. Hör auf zu lachen. Komm schon, Casey, iss dein Ei. Auf keinen Fall, Alex, du machst das zuerst. Naja, lass mich dieses Ei schütteln. Ich werde einen Bissen probieren. Irgendwas funktioniert es nicht. Ups, ich habe etwas für dich alles. Hier, bitte sehr. Danke, Casey. Okay, los geht's. Oh nein! Oh nein! Ah! Das ist ekelhaft! Ah, ein riesiges Eigelb! Igitt, mir wird das schlecht! Was für ein Gesicht hast du, Alex? Na los, iss dein Ei, Casey! Einfach, sieh mal, was ich habe! Hm, was hat sie? Nun, wir müssen erst alles vorbereiten. Jetzt das Ei in der Bratpfanne schlagen. Und braten. Voilà, das perfekte Rührei ist fertig. Wow! Zeit zum Essen. Das schmeckt so gut. Jetzt bist du dran, Vita. Come on! Oh nein!
Was ist da drin? Okay, hier gibt es ernsthafte Maßnahmen. Aua! Wow! Ich brauche hier etwas, um mich zu schützen. Was wird sie tun? Huhu. Vorsichtig! Peter, hör auf! Das tut uns weh! Schauen wir mal, was drin ist. Das sind eine Menge coole Süßigkeiten auf einmal. Lecker! Peter, teile mindestens einen Leckerbissen mit mir, bitte. Nun, na also, nimm den. Also gut. Oh, vielen Dank, Peter. Ja, danke schön. Das ist so nett von dir. Oh, so hübsch. Mimimi. Wow, was für ein tolles Müsli ich habe. Es ist einfach unfassbar. Es ist so riesig. Sieht aus, als hättest du Pech gehabt, Peter. Hey, lacht so viel, wie ihr wollt. Oh, das ist so ein schönes Klingeln. Nur eine? Ich habe noch Milch. Ein Tropfen? Nur ein Tropfen? Das ist das Problem. Haha, arme Vita. Isst lieber dein Müsli, Alex. Ich bin voll dafür. Juhu! Miam, miam, miam. Und jetzt Milch trinken. Ja. Wow, das sieht super lecker aus. Jetzt alles auf einmal. Juhu. Oh, wie gierig er doch ist. Ja, sieht nicht mehr so appetitlich aus. Wow, das war fantastisch. Casey, jetzt bist du dran. Oh, wie soll ich denn so viel Milch trinken? Hier ist eine Idee. Das ganze Müsli in eine Schüssel schütteln. Yeah. Oh, was für eine Menge Müsli Casey hat. Wow. Flockenregen. Yeah. Fang das Müsli. Und jetzt fügen wir etwas Milch hinzu. Ja. Einfach großartig. Juhu. Es ist eine gute Zeit zum Essen. Das ist einfach unglaublich köstlich. Ich frage mich, wie lange sie brauchen wird, um alles zu essen. Schau mal, wie lustig meine Schwänze sind. Puh, ich habe endlich alles ausgegessen. Was ist passiert? Ich glaube, da hat jemand zu viel gegessen. Oh, mir geht es nicht gut. Das ist ein schöner Kuchen. Wow, was für ein großer, leckerer, cooler Kuchen. Hey, Vita, schau mal, was Casey da hat. Wow. Ah, was für einen tollen Kuchen ich habe. Oh, was für einen kleinen Kuchen du hast, Alex. Ja, ja, Alex hat einen sehr kleinen Kuchen. Lach nur. Und ich glaube, ich fange jetzt an zu essen. Und ich habe sogar eine Gabel und ein Messer. Ja, ja. Ich muss noch ein bisschen schneiden. Lecker. Wie köstlich ist das? Wie köstlich er ist. Komm her, mein Kuchen. Das hat wirklich gut geschmeckt. Komm schon, Vita, du bist dran. Du musst mich nicht lange auflehnen. Das ist köstlich. Oh, das ist super lecker. Oh, wie schlampig ist ihr Essen. Ich möchte alles aufessen. Haha, sie ist ganz blau geworden. Ja, das ist so witzig. Warum lacht ihr?
Iss lieber euren Kuchen. Casey, du bist dran. Ich bin voll dafür. Oh, ich kann mir das nicht ansehen, Igitt. Lecker. Casey, pass auf. Nein. Was ist mit euren Gesichtern los? Ah! Oh, sie wurde von ihrem eigenen Kuchen genagelt. Puh, das ging vorbei. Aua! Und das ist auch etwas, das man genießen kann. Wieder lecker. Ich möchte auch ein bisschen.